Wissenschaft ist immer eine Verantwortung, ganz egal, was Sie machen, ob Sie ein Medikament entwickeln oder ob Sie sonst irgendwas machen. Als dann die Freie Universität 1948 gegründet wurde, war das also eine sehr gute Gelegenheit, dort zu studieren. Murgat war früher vorher Kustos am Vordasjardschen Museum und verlor dann seine Stelle und wurde dann also zunächst mal Angestellter der Freien Universität und später auch Professor. Murgat hatte sogar bei Oppenheim gearbeitet. Als junger Archäologe hatte er in dem Institut von Oppenheim gearbeitet. Müsste man alles im Grunde genommen untersuchen. Ein Stück für Stück und auseinandernehmen und dann wieder neu zusammensetzen. Und er hatte dabei auch die Halavscherben zum Beispiel, die wir später als Studenten ausgruben, beschriftet. Es hat gebrannt und durch den Brand platzte der Basalt, der Stein, nicht? Der splitterte auf eine ganz ekelhafte Art, sodass das also so glatte Brüche wurden. Und wir haben das natürlich nicht erlebt. Das war ist ziemlich dicht nach dem Bombenanschlag zusammengesammelt worden. Also all diese Splitter und auch größere Stücke, was doch an größeren Stücken da war. Und das wurde dann in das Vordasjardsche Museum auf der Museumsinsel verbracht und dort in einen Keller gelagert. Und dann hat die Stadt, wollte das Gelände halt wieder bebauen. Da kam ja dann der TÜV Charlottenburg drauf und hat dann die Universität angeschrieben oder angerufen, ob sie nicht Studenten abstellen könnten, um da nochmal den Schutt durchzusehen. Sie hatten wohl gemerkt, als sie das abräumen, dass da noch so allerhand so alte Klamotten drin waren, nicht? Und dann sind wir dann. Haben wir uns so aufgeteilt, immer zu zweit, jeden Tag dorthin gegangen und haben also den Schutt nochmal durch unsere Hände laufen lassen. Wir haben so kleine Stücke noch von kleineren Bildwerken gefunden. Ich habe so ein Hinterteil von einem Löwen zum Beispiel, haben wir mal gefunden. Dann haben wir den ganzen Tag noch gesucht, ob wir das Vorderteil noch finden können. Man sieht, wie stark der im Feuer gelegen hat, angeschmaucht, ist er tief durch. Das ist ein Basaltstein, der also auch sehr porös ist. Murgat sagte dann später, weil er das Halaf-Museum ja sehr gut kannte, sagte, das hat es nie gegeben. Scherben hatten genau denselben Wert wie die großen Monumente für uns. Das war ganz klar, ne? Das darf man nicht irgendwie unterscheiden. Verantwortlich sind wir für alles. Ja, das ist die Verantwortung, die man hat gegenüber diesen Scherben, diesen Bruchstücken. Ne? Das ist ein Teil der Verantwortung, die wir durch die Zerstörung übernommen haben, ne? Die ja auch nicht ganz ohne Grund war. Ne? Das ist völlig klar, dass man das machen musste, das musste man auch versuchen. Ne? Es ist nur so, dass es also viel besser geworden ist, als man gedacht hat. Ne?